Hallo, ist der Detlef vom Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben heute wieder mal eine Sondermitteilung. Es geht hier um eine Familie, die in der BRID wieder mal unter Druck gekommen ist durch die sogenannten Behörden in einer Zwangsräumungsangelegenheit. Und darüber möchte ich euch heute berichten. Ja, mit der Überschrift zu finden unter vugawakeness.wordpress.com, Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, kriminelle Machenschaften, Fragezeichen, von Behörden in Anführungszeichen und Bankstern in Anführungszeichen in Hessen, treiben Familie Kohl in den Ruin. Ja, und da heißt es, wer meint, das hätte es nur im wilden Westen der Gründerjahre in Amerika gegeben, irrt. Die Familie Kohl aus Bürstadt bei Lampertheim in Hessen wird Opfer einer betrügerischen Gang aus Behörden, Bankstern, Einzelgaunern, die sich mittels des Einsatzes bewaffneter Uniformierter der Firma Polizei am Leid der Familie ergötzen, sich die Sahnestücke aus dem Immobilienkuchen des hart schaffenden Vaters herausfischten, sämtliche eingetragenen Nießbrauchrechte ignorieren, die Grund- und Menschenrechte der vier Familienmitglieder mit Füßen traten und treten, um so ihren kriminellen Machenschaften vermeintlich ungestört nachzugehen. Ja, in eindrücklicher Weise schildern also die beiden Zwillingstöchter Stefanie und Christine ihren Leidensweg und Vater Peter Kohl deckt die mafiosen Verhaltensweisen der Wegnahme seines Eigentums, einem Vierfamilienhaus, das er für seine Familie und als Alterssitz für sich und seine Familie von seiner Frau baute. Und nach dieser brutalen Zwangsräumung stand das geräumte Haus der Familie ganze 2 Jahre vollständig leer. Wegen eines gekündigten Finanzierungskredites durch die Sparkasse Worms-Alzey-Ried und der Verdopplung der monatlichen Prämie konnte die Familie die Zahlungen nicht mehr leisten und in einem absolut ungesetzlichen, geradezu betrügerischen Akt wurden ihm und seiner Familie das Haus, die Immobilie unter dem Hosenboden weggepfändet, unter Gewaltandrohung, unter unmenschlicher Vorgehensweise wurden ihm sämtliche im Eigentum seiner Frau, ja, sie hatten Gütertrennung, befindlichen Einrichtungsgegenstände und persönlichen Dinge gestohlen, vorenthalten, zerstört. Nur die wichtigsten Utensilien wie Arzneimittel, er ist krank und braucht eben Medikamente, konnte er noch gerade retten, bevor man ihn mit bewaffneter Gewalt aus dem Haus schleppte. Der Kampf um sein Lebenswerk, die Tyrannei, gehen nun schon seit etlichen Jahren. Im Zuge der Auseinandersetzung erkannte er, dass vieles von dem, was er glaubte, was Recht und Rechtsstaat sei, überhaupt nicht so ist, dass es sich bei der BRID nicht um einen Staat handelt, dass Gesetze vorgetäuscht werden und Urteile und Beschlüsse nicht von Richtern unterschrieben werden und vieles mehr. Ja, und ihr findet auf dem Blog vugawakeness.wordpress.com hier in der Infobox zu diesem Video den Link dazu zum Artikel, wo auch Beispiele dieser nicht unterzeichneten bzw. auch sonst formal rechtswidrigen Schreiben von vermeintlichen Gerichten, Richtern, Rechtspflegern zu finden sind. Und wir wissen ja, dabei sind diese sogenannten Behörden, Gerichte ja eigentlich nur Firmen. Sogar das Land Hessen, hier das Hessische Ministerium für Justiz, ist als Firma bei Dun & Bradstreet eingetragen.
Die Auszüge könnt ihr im Artikel selbst sehen. Und bei der besagten Sparkasse Worms-Alzey-Ried gab es auch bereits einige kriminelle Aktivitäten, die auch hier als Links zu entsprechenden Veröffentlichungen, die bereits in der Regionalpresse erschienen, zu finden sind. Ja, und dann gab es sogar in unmittelbarer Nachbarschaft von Familie Kohl zuvor eine Selbsttötung, so wird es tituliert, eines anderen, der sein Haus in die Luft sprengte mit sich selbst wahrscheinlich, der also auch zwangsgeräumt werden sollte, auch eben durch dieselben Protagonisten, hier ein Direktor Schwarz vom Amtsgericht in Lampertheim. Ja, also hört euch doch mal diese beiden Interviews an mit den beiden Zwillingen, die jetzt gleich im Anschluss kommt, sowie dann das Interview mit dem Betroffenen Peter Kohl, auch hier Erschütterndes und natürlich mehr Einzelheiten. Ja, und wer also Familie Kohl helfen kann und will, kann sich bitte mit mir in Verbindung setzen. Ich leite dann diese Kontakte direkt weiter an vgu@wakenews.net. Ich danke euch da herzlich für eure Unterstützung. Wir müssen alle zusammenhalten, denn wie es ja auch Gregor Gysi, seines Zeichens Rechtsanwalt und Vorsitzender der Linken Partei, ist treffend sagte, es wird ganz eindeutig klar, dass die BRD oder BRID, wie sie ja auch genannt wird, die Bundesrepublik in Deutschland, kein souveräner Staat ist. Die ganze NSA-Aufdeckung hat das zutage gefördert. Und damit ihr das nochmal in Erinnerung hört, direkt aus dem Munde von Gregor Gysi, habe ich euch den kleinen Clip hier gleich mit dieser Aussage angehängt. Danach folgen die beiden Interviews. Also helft mir, helft uns, helft der Familie Kohl, dass wir hier Ungerechtigkeiten beseitigen. Vielen Dank, Sir Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Bis später. Aber das Verhältnis müssen wir doch mal klären. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mal aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und dann beendet. Aber nichts hört man. Nur jetzt gegenseitige Schuldzuweisung. Ja, ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich heiße euch hier herzlich willkommen zu unserer Sendung, Sondersendung, wie immer. Ne? Hochspannend. Mit einem Spezialfall, der uns hier, ja, die beiden netten Damen hier präsentiert hat. Und es geht hier um eine wilde Sache, wieder aus der BRID. Übersetzt heißt das Bundesrepublik in Deutschland, für alle die das nicht so genau wissen sollten. Ja, und wir haben hier zwei Gäste und im späteren Verlauf noch einen Gast, nämlich eine Familie, denen also unglaubliche Dinge geschehen sind. Unter anderem eben auch damit endeten, dass sie ihr Heim verloren haben. Und das ist ja mit eins der schlimmsten Grund- und Menschenrechtsverletzungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und wir wissen, dass die BRID Spezialist ist im Verletzen von Grund- und Menschenrechten, obwohl sie sich das eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, wahrscheinlich nur, um eben schön auszusehen, dass sie jetzt im UN-Menschenrechtsrat für Menschenrechte sitzen in Genf. Aber wir fragen uns manchmal, ob da vielleicht ein blindes Auge da ist für die Zustände im eigenen Lande. Ja, und wir haben hier die Christine. Hallo Christine. Hallo. Ja. Sag ruhig,
Ja, sagt ihr auch euren Nachnamen oder dürft ihr Ja, nur die Vornamen doch. sagen? Ich bin Christine Kohl und ich komme aus Bürstadt. Okay, wunderbar. Und hier eine fast genauso hübsch aussehende Dame. Sie wird uns kurz erklären, warum das so ist, die Stefanie. Ja, genau. Ich bin die Zwillingsschwester und ich heiße Stefanie, auch Kohl. Und wir beide sind 29 Jahre alt und kommen aus Bürstadt. Sie kein Heiratsmarkt, Vorsicht, ja. Aber ihr seid ja, glaube ich, auch, sagen wir mal, ihr habt Design studiert oder Grafik oder sowas. Seid ihr ausgebildete Grafikerinnen? Kann man das so sagen? Ja, wir sind staatlich ausgebildete Grafikdesigner, ja. Also 3-jährige Ausbildung haben wir absolviert und mit guten Noten. Aber arbeiten momentan im Lager und montieren im Akkordlampen, Industrielampen, ja. Schwere Arbeit. Also so ein bisschen so die allgemeine Lage, ne? Tolle Ausbildung, nur keine Jobs, ne? Oder? Aber leben muss man trotzdem, oder? Das stimmt, ja. Ohne Moos nichts los, sagt man immer, oder? Und man muss halt gucken, wo man bleibt. Man kann halt, die Zeit vergeht und man nimmt halt jeden Strohhalm und wenn man in Not ist, noch mehr. Und bei uns ist es halt eingetroffen und dann nimmt man halt alles. Ja gut, wir wollen ja auch nicht, dass ihr auch noch Herr noch Opfer des sogenannten Sozialsystems werdet hier, das man im Jargon nennt Hartz IV, oder? Ja, das ist es. Hartz IV ist wirklich grausam. Wir haben es auch ein Jahr mal mitgemacht. Das war Horror. Die wollten uns in die Psychiatrie schicken und alles. Also wir werden arbeitsunfähig und dabei, was wir arbeiten. Also das würden die noch nicht mal durchhalten. Gut, aber da machen wir noch mal eine separate Sendung. Aber heute geht es eigentlich um ein ganz anderes Thema, nämlich die Familie Kohl. Und wir hören nachher auch noch euren Vater dazu. Die haben ihr Heim verloren. Und ich denke, wir hören uns einfach mal an, was ihnen geschehen ist. Und ja, ich weiß nicht, wer möchte von euch zuerst mal starten mit der Geschichte? Willst du das machen? Also dann hören wir jetzt einfach von von der Stefanie. Ich komme also hier vollständig durcheinander, ne? In der Mitte dieser hübschen jungen Damen hier, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also zu meiner rechten Seite, das ist die Stefanie, genau. Und zu meiner linken, das ist die Christine. Ne? Ist das richtig? Gut, genau. Okay. Lassen wir die Stefanie starten. Ja. Gut. Also Stefanie, erzähl uns doch bitte mal, was dir oder euch zugestoßen ist. Das heißt, ihr habt ja früher, also euer Vater war Unternehmer, ist das richtig? Ja, genau. Hat im Baugeschäft gearbeitet, also im Baubereich gearbeitet und hatte eigentlich euch ein wunderschönes Haus dahingestellt mit allem drum und dran, was man sich als Familie nur wünscht. Ist das ja, richtig? Genau, also unser Papa hatte eine Abbruchfirma und er konnte sich dadurch halt ein Vierfamilienhaus bauen. Also ist schon ein großes Haus. Wir haben das aber auch immer vermietet gehabt, 20 Jahre. Mhm. Ja, und es ging auch die ganze Zeit gut, bis auf einmal die Sparkasse, also wir haben einen anderen Bankberater bekommen und er wollte auf einmal das Doppelte haben. Und das konnten wir momentan nicht. Wir waren in der Ausbildung. Und also das Doppelte an Zinsen oder? Ja, allgemein an Geld. Ja. Also wir haben monatlich Mieteinnahmen gehabt von so um die 1.000 Euro. Und da wollten sie um die 1.800 Euro auf einmal. Und vorher hattet ihr so eine Zahlung, also eine Ratenzahlung gehabt, die bei welcher Summe etwa lag? So 1.000 Euro. Um die 1.000 Euro. Ja. Okay. Und jetzt mit einmal hatten die, weil das Geschäft von eurem Vater nicht mehr so funktionierte, gesagt, ja hoppla, jetzt müsst ihr mehr zahlen. Ja, genau. Das ist ja üblich, ne? Also wenn man weniger verdient, dann muss man da mehr zahlen, ne, bei der Sparkasse. Ne, das ist völlig klar. Welche Sparkasse ist denn das? In Worms. Sparkasse in Worms? Dann wissen wir Bescheid. Okay, also Sparkasse in Worms hat euch dann abzocken wollen. Okay, und die haben dann gesagt, 1.800 mal, ja. Oder darf es noch ein bisschen mehr sein? 1.800, ja, ne? So nach dem Motto. Da haben sie noch einen Zwangsverwalter eingeschaltet. Ja, das
haben wir hier ein bisschen Verkehr draußen, ne, wegen dem Lärm, aber es ist eben live, ne? Oder? Und, nochmal? Und für den hätten wir auch noch bezahlen müssen, so ungefähr. Dabei haben wir unsere Rechnung immer selber alles bezahlen können. Wir haben 20 Jahre immer vermietet gehabt und gab es noch nie Probleme. Wir waren halt noch in der Ausbildung, wir haben halt kein Geld verdient und dann wollten wir das Doppelte haben. Die haben gar nicht, wir haben versucht mit denen zu reden, aber die haben gesagt, nein, machen wir nicht. Und das heißt, sie haben euch quasi eure Situation ausgenutzt, um sich zu bereichern, um einfach mehr Kohle von euch zu fordern, wohl wissend, dass euch das in Probleme führen würde, oder? Ja, so könnte man sagen, ja. Sparkasse Worms. Prima Arbeit, ne? Was sagst du dazu? Was waren deine Eindrücke? Siehst du das auch so, wie deine Schwester das gesagt hat? Ja, ich sehe es genauso. Also, die wollen einem, wenn sie einen Strick durch die Rechnung gemacht haben, dann wollen sie einem dann kaputt machen. Also, da hat man keine Hoffnung mehr, irgendwie irgendwas zu regeln. Und als normaler Bürger hat man ja keine, also Macht in dem Sinne. Und was soll man dagegen angehen? Die haben halt den längeren Hebel. Das heißt, sie haben also dann eure im Verlauf dieser ja für euch schwierigen Möglichkeit, das zu zahlen, dann den Kreditvertrag gekündigt? Ja, haben sie gekündigt und ja. Wann war denn das so ungefähr? In welchem Zeitraum? 2009, 2007, 2008. Ja. Also schon so, es fing also schon 2007 bis und so weiter an. Also ihr habt euch versucht, noch irgendwie das zu finanzieren, oder? Ja, wir wollten weiterhin vermieten, aber durch den Zwangsverwalter wurden wir irgendwie gehindert, das weiter zu vermieten. Er hat es dann 3 Jahre leer stehen lassen. Und obwohl er hat gesagt, es wäre nicht vermietbar, wir hatten es 20 Jahre lang vermietet, das kann doch gar nicht sein. Es war halt nur unverputztes Haus, aber innen drin war alles in Ordnung. Die Heizungen waren okay, alles ging. Also es ist, verstehe ich nicht. Das heißt, der Zwangsverwalter, der eingesetzt worden war, von wem? Von der Sparkasse. Ja. Und Moms. Der hat also zugesehen, dass ihr da gar keine Erträge mehr daraus bekommen konntet, ne? Nein, hat er nicht. Ja, mir kommt das jetzt so ein bisschen, als wie wenn... Kann das ein bisschen Absicht gewesen sein? Könnte schon, ja. Aber ja. Es hat das ist eine Vermutung. Vermutung, ja. Vermutung. Sparkasse Worms, eine reine Vermutung. Aber es hat uns alles kein also zu unserem Guten gewendet. Es wurde irgendwie alles noch mehr in die Schieflage gerückt, sozusagen. Ja. Ja, und dann habt ihr ja letztendlich das Haus verloren. Jetzt ist die Frage, wie lief das also genau ab? Willst du das weiter berichten? Ja, also 2010 war es im Januar. Da kam halt, also wir wurden vorangekündigt, es soll geräumt werden. Ja, dann war ich in meinem Zimmer mit meiner Schwester und da habe ich nur gesehen, von außen kam Krankenwagen, Polizei und Zwangsverwalter und der Berater von der Sparkasse und noch Gerichtsvollzieher und noch ein paar andere. Ja, dann habe ich gesehen, wie die alle zu uns marschiert sind und haben sie bei uns geklingelt. Mhm. Ja, dann haben wir halt aufgemacht und dann sind sie alle hoch. Und dann sind sie wie wild. Ja, aber Moment, ihr habt jetzt, ihr habt aufgemacht, haben die denn sich irgendwie ausweisen können mit irgendwas so... Ja, Dienstausweise haben sie ja ne, keine Amtsausweise haben sie ja alle nicht. Die haben uns gar nichts vorgezeigt, sind einfach rein und haben gesagt, raus ja. Hier, alle raus, wir haben alle Zimmer durchsucht. Also aber hatten sie denn einen richterlichen Beschluss, dass sie überhaupt zwangsräumen oder die Leute rausschmeißen durften? Gar nichts, wir haben gar nichts gesehen. Normalerweise müssten die uns ja was zeigen, oder? Wir hatten von all dem keine Ahnung und wussten ja von nichts. Und wir dachten, wir haben halt recht und dürfen rausschmeißen. Und so war es dann auch. Ja. Ja, ihr habt natürlich in der Zeit auch vieles noch nicht gewusst, ja, was wir inzwischen täglich als offenkundig kennen, dass nämlich diese Leutchen illegal am Werken sind.
Unabhängig mal von der Rechtslage der gesamten BRD, die ja auch diskutiert wird, ist es so, dass offenbar Beschlüsse oder Urteile gefällt werden in sogenannten Gerichten, die gar keine Gerichte sind, sondern Firmen sind, wie wir das ja auch schon jetzt in anderen Berichten dargestellt haben, die ihr euch gerne nochmal anschauen könnt, beispielsweise die Zwangsräumungsgeschichte in Lörrach oder auch andere Veröffentlichungen, die wir machen zu diesem Thema. Jetzt eigentlich ist es ja so, man muss sich, wenn man ein Haus betritt, das entsprechende Recht dazu mitbringen, nämlich in Form eines Beschlusses, entweder eines Hausdurchsuchungsbeschlusses oder eines Haftbefehls. Das kann ja sein, dass irgendein Verbrecher sich in dem Haus aufhält. Oder eben eines Zwangsräumungsbeschlusses, der dann aber ordentlich auch unterschrieben sein muss. Und wir haben das ja in Lörrach festgestellt, die haben nichts Unterschriebenes. Und ihr habt das auch recherchiert, wie denn das zustande kam. Das ist ja richtig. Ihr habt also die Unterlagen euch angesehen aufgrund der Rechtslage, die offenbar zu dieser Zwangsräumung geführt hat. Was waren da eure Erkenntnisse? Ja, also die ganzen Dokumente, die wir bekommen haben, also die ganzen Beschlüsse und von Lambertheim, vom Amtsgericht, waren alle meistens unterschrieben und war nur ein Stempel drauf von der Rechtspflegerin und ja, also ich habe hier so einiges ja auch gesichtet. Ich muss ja immer meine Brille aufsetzen, ne? Für dieses Kleingedruckte, ne? Damit ich die Unterschriften auch richtig lesen kann. Das sind also ungeheuerliche Geschichten, die man da sehen kann. Und da ist es in der Tat so, dass hier zum Beispiel von einer Obergerichtsvollzieherin aus Einhausen, ne? Darf man den Namen nennen oder lieber nicht? Ja? Das ist eine Firma, wisst ihr, ne? Das ist eine Privatperson. Das ist nämlich eine Petra Ohl. Eine Obergerichtsvollzieherin heißt da, weiß man noch nicht mal, bei wem sie da ist und so. Also da heißt einfach nur Petra Ohl, Firma Obergerichtsvollzieherin, ne? Nehme ich mal an. So, und da stand hier drin, das ist nämlich die letzte Räumung, die man bei euch gemacht hat, wahrscheinlich wegen der Möbel, die noch da waren. Vorhanden, genau. Und die waren halt noch in der Wohnung drin, obwohl der neue Eigentümer schon sich eingenistet hat sozusagen. Und unsere Möbel waren noch alle da und es wurden sogar noch ein paar Sachen wurden abhanden gekommen. Also wurden gediebstahlt, ja, so? Dazu, ja, ja. So? Ja, abzocken, kennen wir, ne? Ja, kennen wir. Halt die Reste noch, wo ja. er hat, also unser, der neue, war, ist ein Türk, der heißt, also ist. Das ist die Eheleute Vercin und Gello irgendwas, ja? Genau. Ja? Ich weiß, was für Landsleute, kann ich jetzt sagen, aber die haben halt unsere Möbel schon mal abgebaut und haben es halt in die Garage gestellt. Und der Rest, was halt noch übrig war, wurde halt dann abgeholt. Ja, und das ist interessant hier, das war nämlich am 11.07., also auch noch nicht so lang her, um 9 Uhr in der Früh, ne, damit sie noch Zeit haben, alles wegzuschleppen wahrscheinlich, da sagt sie, dass sie das vornehmen will und sagt, Vermieter auf Pfandrecht wurde geltend gemacht, hochachtungsvoll Obergerichtsvollzieherin und dann irgend so ein völlig unlesbares Kringelchen. Ja, ich halte so hoch, man sieht das jetzt hier in dieser Aufnahme natürlich nicht so doll, aber da ist ein Kringelchen und dieses Kringelchen, das ist nicht mal als Paraffe zu bezeichnen, würde ich sagen. Das könnte auch ein Tintenklecks sein. Früher hat man ja mit Tinte geschrieben, ne? So, also nicht rechtmäßig unterzeichnet, auch kein Stempelchen oder so, ne? Und dann haben wir natürlich noch ein paar andere Merkwürdigkeiten. Wir kennen das ja schon so ein bisschen hier aus meinen Berichterstattungen über die BRID bei Wake News. Das ist nämlich so ganz fantastisch genannte Beschlüsse gibt von Firmen, die da heißen zum Beispiel Landgericht Darmstadt. Ja, da steht Beschluss, ne, mit ihrem schönen Firmenlogo. Und dann, kommen dann da und so weiter, die Gründe gehen wir gar nicht durch, wollen wir gar nicht. Wir wollen nur mal auf die Formalitäten schauen
Und da sehen wir, unterschrieben, hätte es sein sollen, von einem, darf ich den Namen nennen? Dr. Seemüller. Dr. Seemüller von der Firma Landgericht Darmstadt. Weiß gar nicht, was der sein soll. Steht nämlich nichts dabei. Unten drunter, also ich habe so schnell jedenfalls nichts gefunden, da steht einfach nur Dr. Seemüller. Also jeder Dr. Seemüller kann das schreiben. Ne? Egal, weiß nicht, keine Ahnung, was da macht. Und da steht, ausgefertigt am 20. März 2012 hier bei diesem einen Papierchen, auch wieder mit Kringelchen, unlesbar, Justizangestellte ter als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle. Geschäftsstelle, Firma hat immer eine Geschäftsstelle. Wo man nicht mal weiß, wer das nun schon wieder ist. Ne? Ist das jetzt der Dr. Seemüller, was man auch nicht lesen kann? Ist das eine Urkundsbeamtin? Wissen nicht mal, wie der heißt. Schauen wir mal, vielleicht steht es im Anschreiben. Habe ich vielleicht überlesen. Ja, da steht eine Frau Römer, Justizangestellte. Dass es eine Frau ist, sehe ich nur an der Justizangestellten. Es gibt keinen Vornamen. Und, ja, ist klasse. Also wir schreiben da immer Rechnung für die, ne, dass die dann, das muss dann immer mehr sein. 10-mal so viel wie das, was man euch wegnimmt. Ist nur so ein kleiner Tipp. Vorab okay. Schon mal. Also wenn das Haus, was weiß ich, vielleicht eine Million Euro wert war oder ja, ist. Halbe Million. 800.000. Ja, nehmen wir es nur als Beispiel. Ne? Million. Ne? Da müssen also eure Forderungen mindestens 10 Millionen sein an die. Das sind gerechtfertigt, weil nach dem BGB, Bürgerlichen Gesetzbuch, das es seit 1900 gibt, die Möglichkeit da ist. Ihr setzt den Preis fest, nicht die. Ne? Oder der Verkäufer setzt doch den Preis fest, nicht der Käufer, oder? In der Regel. Na gut, aber das ist nur so eine kleine Anmerkung am Anfang, damit ihr schon mal so ein bisschen die Richtung kennt, ne? Und der Herr Dr. Seemüller auch schon weiß, was da auf ihn zukommt. Ne? Und die Frau Römer. Gucken wir mal den nächsten Schrieb an. Achso, hier, das sollte ich euch das nochmal zeigen. Ich habe nachher im Artikel, den ich dazu schreibe, blende ich das dann mal im Original ein. Könntest du das sehen hier, Kameramann? Ja, ungefähr? Das könnt ihr das schon mal aus der Ferne betrachten. Ne? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die hübschen Damen da hier verblendet mit dem Papierchen, dass ihr da also trotzdem auf der Linse seid. Ne? Okay, schauen wir hier nochmal. Das vom 26.02.2013, auch wieder von der Firma Amtsgericht Lampertheim, Vollstreckungsgericht. Wir sind am jüngsten Tage angelangt, wahrscheinlich hier mit dem Firmenemblem von Hessen. Ist doch, glaube ich, ne? Ist das hessisch? Hessische. Hessisches Logo? Hessische. Warte mal, wie war das mit der Gründung der BRD? Wisst ihr das? Wo wurde die gegründet? Die Bundesrepublik Deutschland? 1900. Ja, das Alte, das spielt nicht so eine Rolle. Wo das gegründet wurde? Schwierige Frage, das wissen die wenigsten. Berlin? Nee, Berlin gehörte damals überhaupt noch gar nicht zu Westdeutschland, es war ja noch Westdeutschland. Nee, das ist, ich sag's euch, komm, das ist bei Frankfurt in Hesse. Und in Hesse, dort wo, in welchem Ort wurde das gegründet, die BRD? Wiesbaden? Das ist eine schreckliche Frage. In der Villa Rothschild. Mal nachgucken, könnt ihr nachfinden dann. Aber das ist eine andere Geschichte, aber hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Wissen wir noch nicht genau. Finden wir schon noch raus, oder? Okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt den Leuten was sagt, die hier zuhören. Aber hier haben wir was Neues, nämlich einen Herrn Dr. Glatz, Richter am Amtsgericht. Jetzt ist er wenigstens mal, wissen wir, was das für einer ist. Ein Richter am Amtsgericht in, wo war das? Lampertheim, Hesse. Der hat dort mit freundlichen Grüßen nicht unterschrieben. Wiederum. Und es hat das Ding beglaubigt. Ein Koch. Nee, sondern sie. Eine Amtsinspektorin hat es beglaubigt, eine Frau Koch. Naja, ob man das lesen kann als Koch, weiß ich nicht. Ich hätte es als Kelch gelesen. Der Kelch geht an uns vorbei, diesmal nicht. Oder? Hä? Kann man das sehen? Wahrscheinlich nicht, aber ich werde es nachher in dem
Dokumenten dann bei dem Hochladen dann noch ein bisschen deutlicher einflechten. Ne? Nur diesen Segment. Wir wollen uns ja gar nicht mit den Inhalten beschäftigen, weil der Inhalt ist dann nichts wert, wenn das Äußere schon nicht in Ordnung ist. Und es wird ja alles nicht amtlich zugeschickt, sondern mit solchen Zettelchen hier. Sowas. Ganze Auto ist voll von diesen gelben Briefumschlägen. Sieht man, sah man es? Habe ich es lange genug hochgehalten, lieber Kameramann? Ich habe einen Kameramann heute. Ne? Ah, und das eine förmliche Zustellung durch Herrn und Frau Postboten. Ist aber kein Beamter, weil das gibt's ja alles nicht mehr in der BRD, sondern von der Deutschen Post. Und die Deutsche Post ist ein Privatunternehmen. Hoppala. Wie kann das dann eine förmliche, amtliche Zustellung sein? Fragezeichen. Ja. Also da stimmt ja auch vieles nicht, ne? Ja, jedenfalls gut, das kennen wir ja. Und das haben wir ja, das ist zum Beispiel ein Papierchen vom 19.10.2012. Auch wieder diesmal vom Landgericht Darmstadt. Das liegt ja auch da in der Nähe. Ja. Auch wieder mit demselben Firmenlogo von Hesse. Haben wir wieder Frau Römer, Justizangestellte. Mit freundlichen Grüßen auf Anordnung. Auf wessen Anordnung das denn? Beschluss. Steht da, mein lieber Freund, du Landgericht Darmstadt, 25. Zivilkammer. Wie viele Kammern haben die da? Ja? Nicht so viel, zu viel Mitarbeiter? Kann sein. Ja. Und, alle bezahlt werden. Ja, und da haben wir hier, das ist interessant, auch wieder mal etwas nicht unterschriebenes, nämlich, stimmt es, was heißt das? Könntest du es lesen? Bleschke. 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 Oder Blaeschke. Blaeschke, ja. Sowas in der Richtung. Vizepräsident des Landgerichts. Welches Landgericht? Aber gut. Wahrscheinlich das von Darmstadt. Ja. Ja, und das auch wieder ausgefertigt von einer Justizangestellten, wo man nicht weiß, wer das ist. Ach so, der Vizepräsident des Landgerichts hat auch wieder nicht unterschrieben. Kann man sich anschauen hier. Sieht man das in der Kamera? Wie gesagt, bin ich da ja auch wieder drauf, ne? Als kleine Urkunden und so weiter. So, ja, und so geht das die ganze Zeit weiter. Hier ist ein Dr. Glatz auch wieder nicht unterschrieben. Was haben wir noch? Bleschke, hoppala, der hat das sogar mal unterschrieben hier. Kann man das als Bleschke lesen? Das Ding hier, diesen Kritzel. Vom 3.12.2012 mit so einem etwas... Ja? Bach, ja. Bach oder Baden. Ne? Aber nur so, ich meine, für die Zuhörer und Zuseher, es muss ordentlich unterschrieben sein mit Vor- und Zunahme, sodass man die Unterschrift Druckbuchstaben geschriebenen irgendwie, dass man das entziffern kann, ne? Oder? Zumindest so zu 85%. Ja? Und das ist hier 85% daneben, würde ich sagen, ne? Was die Unterschrift angeht. Also da würde ich einen Unterschriftsspezialisten mal ranholen, mal fragen, was der davon hält. Und wir machen eine Umfrage hier im Dorf und dann sagen wir, wie heißt der Name? Und kein Mensch wird es. ja, natürlich. Dann einfach nur die Unterschrift. Ne? Mal sehen, wer da drauf kommt. Also das Ding ist mangelhaft. Mangelhaft. Und außerdem haben sie Siegelbruch gemacht, weil das Siegel wurde nicht ordentlich daneben gemacht. Siegelbruch ist, wenn das Siegel nicht richtig ganz deutlich zu sehen ist. Und wenn man da durchschreibt oder das irgendwo an die Ecke klemmt oder was auch immer, ist ungültig. Ist nicht amtlich, das Dokument oder die Urkunde ist damit entwertet. So ist das halt. Ja. Müssen halt ihre eigenen Regeln kennen. Ja gut, das ist ein Anwalt, der kann unterschreiben, wie er will. Hier haben wir nochmal wieder sowas. Landgericht in Darmstadt, 19.09.2012, auch wieder Schriftstück mit der Bitte um Kenntnisnahme auf Anordnung. Römer Justizangestellte mit irgendeinem Kriegsel. Beschluss. Ach, jetzt haben wir nochmal Dr. Seemüller. Diesmal ist es eine Richterin am Landgericht. Vorhin war sie niemand. Also da stand keine Bezeichnung dabei. Ne? So sagen wir es vielleicht mal. Da ist das Siegel halbwegs okay.
Aber Frau Dr. Seemüller, Sie haben vergessen zu unterschreiben. Und deswegen ist das Ding null und nichtig. Ist nett, dass Sie es zugeschickt haben, aber das Ding können Sie sich auch irgendwo an die Wand nageln und dran vorbeigehen und es nicht in, ja, zur Kenntnis nehmen. Ne? Aber das ist nicht gültig. Und die Ausfertigung hier von einer irgendwas gekriegsel ist auch ungültig, weil Paraffen als solches überhaupt gar nicht gehen. Da gibt es sogar entsprechende Gerichtsbeschlüsse, ja, von Verwaltungsgerichten, vom Bundesverwaltungsgericht. Ja. Die lege ich dann in die Anlage nochmal hinein zu der Veröffentlichung. Ich mache immer noch einen schönen Bericht dazu, gell? Okay. Ja, damit die Leute auch ein bisschen lesen können. Ja. Wollen ja nicht nur schauen, nicht nur hören. Information natürlich, das ist immer wichtig, immer sich informieren. Jetzt gucken wir nochmal was an von Frau Steines, Justizhauptsekretärin. Das sind überhaupt die wichtigsten Personen. Denn man kriegt von, nur von solchen überhaupt mal eine Unterschrift. Aber hier haben wir sie auf frischer Tat ertappt. Vom Amtsgericht in Lampertheim. Zwangsversteigerungssachen. Wahnsinn. Da steht, erhalten Sie ihn zur Kenntnisnahme mit freundlichen Grüßen auf Anordnung. Steines, Justizhauptsekretärin, dieses Schreiben, pssst, wurde maschinell erstellt. Und ist ohne Unterschrift gültig? Jesus, na Marie. Wie kann das denn passieren? Aber ist mit einem Brief zugestellt worden. Wie geht das? Wie geht das denn? Ich glaube, irgendwas ist bei euch da in dem Apparat nicht in Ordnung. Nicht? Sogar eine Firma weiß das doch, dass das nicht geht. Alle solche Schreiben, die ich kriege von irgendeiner Firma, gehen postwendend zurück, natürlich auf Kosten des Zusenders, ne, wenn der Absender bekannt ist. Immer in einen großen Umschlag, so groß wie möglich, am besten in ein Paket reintun und Porto zahlt, Empfänger, und dann draufschreiben, bitte keine Werbung mehr. Okay, machen wir die nächste auch. Ja, mache ich auch so. Ne? Also wenn sowas kommt, ne? Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, ist ohne Unterschrift gültig, sieht man jetzt in der Kamera nicht. Halt's trotzdem mal hoch, ne? Authentizitätsmäßig. So? Erwischt es? Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil es wird einzeln ausgedruckt. Wenn du eine E-Mail schickst, zum Beispiel, die nur den elektronischen Weg hat, dann brauchst du nicht unterschreiben. Inzwischen gibt's da natürlich auch Signaturen, digitale Signaturen, damit man die Authentizität überprüfen kann. Aber bei einem ausgedruckten Exemplar eines Papiers ist das nicht maschinell in dem Sinne elektronisch erstellt, dass man das nicht unterschreiben kann, sondern es wurde nicht unterschrieben. Und zwar wissen wir ja auch warum. Weil jeder der sogenannten Behördenangestellten hier in der BRID persönlich haftend ist für alles das, was er tut. Weil es gibt keine Staatshaftung mehr als solches. Ne? Die ist, glaube ich, 88 schon abgeschafft worden oder noch früher, ich weiß gar nicht. Kann man alles nachgucken. Und außerdem ist ja kein Staat. Nicht? Wie, dann ist mit der Haftung auch schwierig, ne? Oder? Ja, das ist übrigens nichts, keine Überraschung oder nichts, was ich hier behaupte. Das ist offenkundig. Ja, das stimmt alles, dass es so ist. Man kann es nachlesen. Dass die Bundesrepublik Deutschland im Handelsregister eingetragen ist unter einer Firma. Das kann man ja nachlesen. Ja, und damit dem Uniform Commercial Code entspricht. Das heißt, das ist ein internationales Handelsrecht. Es gibt es übrigens schon sehr, sehr lange. Kann man nachschauen, gibt es ganze Bücher drüber, Gesetzeswerke, kann sich jeder durchlesen. Genau. Und so behandeln wir sie auch, ne? Wie eine Firma. Ne? Und die, was, wozu ist eine Firma da? Wer weiß das? Für Sklaven. Damit sie Sklaven haben. Ja. Noch was? Ja. Geld, oder? Dass man ihnen Rechnungen schreiben kann. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Und deshalb freuen wir uns über jedes von diesen herrlichen Schreibseln. Ja, hier ist jetzt mal schwarz-weiß, aber irgendwo hat man so was Gelbes. Also wenn was Gelbes kommt, müsste euer Herz ganz doll und hoch und glücklich schlagen, weil das bringt wieder Kohle in die Kasse. Jedes dieser Schreiben ist mit Sicherheit zu 99,9% fehlerhaft und bietet die Chance, eine ordentliche Kostennote und Rechnung zu schreiben. Das ist ein Unterschied.
Die Rechnung geht direkt an die Firma. Die Kostennote ist für deine oder für deine Bemühungen in der Bearbeitung der Rechnung. Das heißt, die Rechnung ist vielleicht dann 1 Million schwer. Nur so als Beispiel. Deine Kostennote 22.000 bis 35.000. Weil dein Stundensatz ist 350 Euro mal 66 Stunden, braucht man meistens 66 Stunden mal 350, Werte schnell ausgerechnet. Ja, sind ungefähr 35.000, ne? Plus die anderen Kosten. Du hast ja deine eigene Kostentabelle, dann deine Preisliste. Okay, also ihr Freunde, die also auch von den Schlapphüten und so zuhören, seid vorsichtig, dass er uns hier nichts zuschickt, weil das wird teuer. Und wir holen es uns irgendwann, weil die Zinsen sind es, die eigentlich das Interessante sind. 18%. Psst. 18%. Okay, also überlegt es euch. Ihr müsst alle persönlich haften und wir freuen uns über sowas, oder? Ja. Gut, ihr habt jetzt euer Häuschen im Moment nicht, aber ihr könnt euch ja nachher noch ein besseres dann auf Mallorca kaufen, wenn ihr die Kohle dann kassiert habt, oder? Ach, sowas wollen wir noch nicht machen. Nee. Weil Mallorca gehört auch nicht direkt zu Deutschland. Aber gut. Wir wollten einfach nur ganz normal leben, eine kleine unsere Wohnung, wo wir damals hatten, und ein kleines Auto. Mehr wollten wir im Leben nicht. Und das haben die uns einfach kaputt gemacht. Wir gehen jetzt arbeiten, hart genug unser Geld, und wir hätten es aufbauen können. Und die machen uns einfach alles kaputt. Und das kann es einfach nicht sein. Unser Papa hat 50 Jahre gearbeitet für nichts dann. Das kann doch nicht sein dann. Also tut mir leid. Wo leben wir eigentlich irgendwie? Gar nicht mehr menschlich irgendwie. Nur noch sind wir nur Maschinen oder was. Um nur zu arbeiten, wenn es einem mal nicht so gut geht, dann wird einem gleich alles gleich Sense gemacht. Das geht doch nicht irgendwie. Man hat gar keine Sicherheit dann. Das ist das Schlimme dann, was man so empfindet dann in Deutschland, finde ich. Man lebt eigentlich mit der Angst. Immer denkt man, was kann einem noch passieren? Wie kann man noch tiefer fallen irgendwie? Uns wurde ja schon alles genommen, und das ist schlimm für einen. Psychisch auch. Weil wenn man nichts mehr hat, wenn man nur noch... Also wir wurden in ein Obdachlosenheim, Asyl, einfach gesteckt, und da leben wir immer noch, und es sind keine gescheiten Heizungen drin, und es hat auch alles voll Schimmel, und es ist halt auch nicht schön irgendwie für einen, weil man sich auch irgendwie so gehemmt fühlt und man schämt sich auch, und ja, man kann auch nichts dagegen machen irgendwie. Man hat auch immer Angst irgendwie, dass noch schlimmer wird, und ja, das... die auch einsperren können, einfach so, die haben ja anscheinend Rechte, und dass du gar keine Rechte, also als Mensch gar nicht mehr dich wehren kannst irgendwie in Deutschland, das ist doch irgendwie unvorstellbar, ich weiß auch nicht. Die können gerade mit dir machen, was sie wollen, so ungefähr irgendwie. Wie im Wilden Westen eigentlich, so. Ja, oder wolltest du noch was dazu sagen? Ja, im Wilden Westen halt nur ohne Gewehre, sondern mit Geldbriefen, ja. Ja gut, die haben ja schon Gewehre, die bringen ja ihre bewaffneten Uniformierten mit. Das stimmt, ja, das auch. Ja. Ihre Truppen, die ja meistens auch privat organisiert sind. Wir haben jetzt hier noch so eine Kuriosität, und das will ich auch noch schnell zu Ende zeigen, damit ihr den Umfang der Unglaublichkeiten seht. Hier gab es ein Schreiben, ein Beschluss des Amtsgerichts Lampertheim vom 3.3.2011, auch in dieser Angelegenheit wieder irgend so eine Geschichte mit hier zum Beispiel auf Anordnung, Paragraph 769 Absatz 2 ZPO. Das ist übrigens die Zivilprozessordnung, wo wir ja alle wissen, dass die Zivilprozessordnung auch nicht mehr gilt, weil die Einführungsgesetze zu den Zivilprozessordnungen unter anderem auch ersatzlos gestrichen wurden, und damit, wenn kein Einführungsgesetz mehr da ist, ist das Gesetz selbst auch ungültig. Und zudem kommt noch der Wegfall der räumlichen Geltung.
Das heißt, der, ich glaube, das war der Paragraph 8 oder irgendeiner, ich muss nachschauen, der wurde ersatzlos auch gestrichen und damit ist das Gesetz, auch wenn es das gegeben hätte, nirgendwo gültig. Also auch die ZBO nicht. Aber gut, das ist nur so am Rande. Und hier, ja, kam irgendwas, und da geht es auch wieder nicht um den Inhalt, sondern um die Form. Steht nämlich, Wilhelm, Rechtspflegerin, Stempel drauf, entwertet, Siegelbruch nennt man das, durch eine handschriftliche Information, die da drauf steht, ausgefertigt, irgendwas schwer Lesbares. Und mit sowas haben wir es dann auch noch zu tun. Ich halte es mal hoch. Okay. Unglaublich. Also, ja? Das heißt, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die ihr eigenes Recht schreiben, offenbar, oder einfach irgendwas machen, was mit Recht nicht viel zu tun hat. Ja? Und insofern, denke ich, ist das also Hanebüchen. Ja, und hier haben wir nochmal sowas mit ausgefertigt und alles wieder, alles ohne Unterschrift. Also es ist, zieht sich hier wie ein Faden dadurch. Es ist einfach ungewöhnlich, dass das so hier dann auch noch als echt angesehen wird von den Leutchen. Aber wir wissen ja, dass das System so eng beieinander verknüpft ist und sich so, wie soll ich sagen, konform verhält, dass den bewaffneten Uniformierten, die das nachher umsetzen, mit Waffengewalt, ne? Denn die haben ja einen Colt am Gürtel, oder? Hatten Sie das? Ja, noch dazu. Also ja. Wir gerade als zivilische Person und stehen da und sehen da so Pistolen anhängen und so groß und da steht man schon allein so da dann und guckt, oh Gott, hoffentlich macht der nichts so auf die Art. Wird man schon allein da schon eingeschüchtert eigentlich. Ihr habt ja aber Helfer gehabt, die Aufnahmen gemacht haben, ja, zu dieser Zwangsräumungsgeschichte, oder? Zu der zweiten, ja, wo unsere Möbel. Also da wusstet ihr auch schon ein bisschen mehr Bescheid bei der zweiten, ne? Ja, ein bisschen mehr schon. Und so, dass wir also da auch nochmal so ein paar Sequenzen dann nachher einblenden in den Film, damit ihr auch nochmal so ein bisschen Ahnung habt, wie das dann nachher dort umgegangen ist, gell? Hast du dich auch bedroht gefühlt von diesen bewaffneten Uniformierten? Ja, also bei der ersten Zwangsräumung waren ja auch schon bewaffnete Polizisten dabei. Die haben sogar unseren Vater auf den Boden geschmissen und er hat sogar ein ärztliches Attest davon, dass der was also an der Hand irgendwas hatte. Und ja, bei der zweiten war ja dann unsere so von der Räumung von den Möbeln. Da waren es auch nochmal fünf, also in Truppen eigentlich schon, auch voll schwer bewaffnet. Und dann sind so, also da hat man halt schon Angst, dass die einem schon was machen. Und dann sind sie auch noch, haben sie noch, was haben die noch? Durchsuchungsbefehl. Noch gehabt. Und dann sind sie noch bei uns zu Hause, haben sie noch ihren Computer. Moment, müssen wir hier rüber. Also im Obdachlosenheim haben sie dann noch meinen Computer mitgenommen. Da waren aber alle Daten drauf von unserer ganzen Familie und den haben sie mitgenommen. Einfach ja, aber so. mit welchem Grund? Also was war der Grund? Also der Grund war, wir hätten eine vom Amtsgericht genötigt. Ja. Okay, also ja, eine Nötigung und deswegen wird der Computer weggenommen, oder? Ja, so ungefähr, ja. Also solche Geschichten kennen wir auch. Sie haben ja auch schon mal die ganze Bude leergeräumt, die ganzen Kameras und meine Babyfotos auch mitgenommen, ne? Weil es hätte ja was Schlimmes drin sein können. Ne? Ja. Ich habe inzwischen alles wieder und die kriegen von mir auch ordentliche Rechnungen noch. Ich muss erst nur so weit sein, dass das abgeschlossen ist und dann kommen die Rechnungen. Ja. So, jetzt haben wir Folgendes. Also auf jeden Fall lernen wir mal eins daraus. Für alle, die jetzt zuhören und das vielleicht auch noch nicht so selbst erlebt haben, aber wo es vielleicht auch mal irgendwann kommen könnte. Seht euch vor, nicht nur selber schlau machen über die Rechtslage, die Rechte, die ihr habt, die Grund- und Menschenrechte sind dabei die allerwichtigsten.
sondern habt immer etwas zum Aufzeichnen dabei, also entweder so ein Aufzeichnungsgerät oder eine Kamera oder ein Handy, wo ihr Fotos machen könnt, wo ihr Filme machen könnt, wo ihr Ton aufnehmen könnt. Vor allen Dingen jetzt an die gerichtet, die jetzt uns zusehen und das als Tipp auch aufnehmen. Denn dann habt ihr es noch einfacher zu beweisen, dass es sich um illegales Vorgehen handelt. Habt ihr denn den Durchsuchungsbefehl angeschaut? Ja, den haben wir angeschaut, aber der war nur so mit Schlangenlinie unterschrieben. Also von einem Richter eventuell, oder wisst ihr das jetzt im Einzelnen nicht genau? Ja, unser, der war nicht unterschrieben. Ach, der war nicht unterschrieben. War nicht unterschrieben. War der nicht unterschrieben, aber habt ihr keine Kopie davon bekommen wahrscheinlich, oder? Doch, können wir vielleicht nochmal raussuchen. Unser Papa weiß schon halt mehr Bescheid darüber. Ja, den haben wir ja gleich nochmal in der Befragung hier im Interview. Aber wenn wir das Papierchen finden, wäre das klasse, wenn wir das auch noch kriegen. Ich glaube, ihr habt auch sehr viele Unterlagen mir mitgebracht, die ich mir ja, dann nochmal anschaue. Ja, sehr viel. Gut, also wer... auch ihr Zuhörer und Zuseher kriegt das ja noch alles dann zu sehen, was wir dann daraus entnehmen. Jedenfalls darauf zu achten, ob alle eben diese Urkunden, die euch vorgelegt werden, erstens original sind, zweitens unterschrieben sind von einem amtlichen Richter. Und da fängt das Problem an. Ist ein Richter in der BRID überhaupt amtlich tätig, wenn er keinen Amtsnachweis hat, also keinen Beamtenurkunde? Wir wissen, die meisten für den sogenannten Staat Tätigen sind nur in einem Beamtenstatus, weil das Beamtentum abgeschafft wurde, sind also keine Beamten, haben in der Regel keinen Amtsausweis. Wir hatten das jetzt gerade in Köln, beim Amtsgericht in Köln, wo der Richter keinen Amtsausweis vorlegen konnte und nur behauptet hat, er hätte einen Dienstausweis. Auch den hat er verweigert vorzulegen. Ja, musst du dir mal vorstellen. Außerdem muss ein Richter, und das muss ja auch nachweisbar sein, deutscher Staatsbürger sein. Und wie kann man sich ausweisen als deutscher Staatsbürger? Weißt du das? Es macht nichts, wenn du Nein sagst. Das irritiert mich nicht oder die Zuhörer auch nicht, weil die wissen das auch nicht, die meisten. Nee, ich weiß es nicht. Weißt du es? Also habt ihr einen Personalausweis? Ja. Habt ihr? Haben wir, ja. No. Dann wäre das doch der Ausweis, dass ihr deutsche Staatsbürger seid, oder? Ja, denkt man eigentlich schon, ja. Aber wenn man die Hintergründe weiß, denkt man dann anders da, was es ist. Ja, also da muss ich euch leider, ihr Zuschauer, auch ein bisschen enttäuschen. Ein Personalausweis, der BRID, ist kein Nachweis der deutschen Staatsbürgerschaft. Auch der Reisepass ist es nicht. Man muss einen Staatsbürgerschaftsnachweis, einen deutschen Staatsbürgerschaftsnachweis, extra beantragen. Und der gilt auch dann nur ab dem Moment, wo er ausgestellt wurde, bis ja, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn ein Richter gefragt wird, ob er deutscher Staatsbürger ist, und er zeigt allenfalls seinen Personalausweis, ist es kein Nachweis, dass er deutscher Staatsbürger ist. Okay. Aber nach dem Grundgesetz und nach dem Richtergesetz muss er deutscher Staatsbürger sein, sonst kann er kein Richter sein, sogar in der BRD nicht. Komisch, ne? Und wenn das auch noch jemand verweigert, wie es in Köln war, bei einem Live-Act, ne? Also der Amtsrichter wurde gefragt, und er verweigert das, kommen da vielleicht ein paar Gedanken des Zweifels? Ob alles mit rechten Dingen zugeht? Ja, irgendwie schon. So, und eben, das sind zwar nur ein paar kleine Sachen, die ihr alle wissen müsst, weil dann kommt ihr mit den Leuten auch relativ gut klar. Die sollte man wissen und man muss unbedingt sich da etwas schlau machen und deswegen häufiger auch mal bei Wake News reinschauen. Aber es gibt auch viele andere Medien, die darüber aufklären, ist ja klar. Ja, ich würde mal sagen, was wir hier lernen, ist, wir müssen uns auf solche Besuche vorbereiten. Auch diejenigen, die denken, sie täten alles recht und es wäre alles in Ordnung, sollten trotzdem immer Aufzeichnungsgeräte haben und Foto- und Filmaufnahmen machen können, oder? Ja, das stimmt. Bei der zweiten haben wir schon besser gewusst, ja. Da habt ihr das schon richtig gemacht. Und was muss man noch machen? Man muss sich alle Dokumente zeigen lassen. Ja.
ob sie auch ordnungsgemäß unterschrieben sind, oder? Ja, das sollte man, ja. Und immer. Die Amtsausweise sollten auch, oder? Die Amtsausweise sollten auch sich. Ja, auf jeden Fall die Amtsausweise zeigen. Wir wissen aber, dass es in der BRID keine Amtsausweise gibt. Die werden also sich zurückziehen auf Dienstausweise. Aber die sollte man sich alle Namen notieren, die Dienstnummern eventuell, damit man später diese Personen individuell haftbar machen kann. Und darum geht's. Die Abschreckung ist, dass ihr sie persönlich haftbar machen könnt und ihnen Entschädigungen und Schadensersatzrechnungen zusenden könnt, die auch einklagbar sind. Und ja, das ist aber noch Bestandteil nochmal einer anderen Sendung, die wir machen. Ja, ich bin also schon im Vorfeld erschüttert gewesen über eure Geschichte. Ihr seid im Moment quasi obdachlos. Ihr wohnt halt in einer in einem Notbehelf. Ja, genau. In der Notunterkunft. Zwei Jahre. Ja. Seit der Zwangsräumung, also seit einigen Jahren dann sogar schon. Ihr habt natürlich jetzt nicht das Einkommen und die Möglichkeiten, euch etwas Neues hier so einfach mal hinzusetzen. Oder irgendwo was Großartiges wieder zur Verfügung zu haben. Das heißt, wer also hier die Familie Kohl mit unterstützen will, kann sich gerne bei mir melden unter radio@wakenews.net. Und ganz wichtig ist es, wir müssen diese Informationen weit und breit streuen. Denn wir wissen, die Situation in der BRID und in ganz Europa ist so, dass die Regierungen das Vermögen ihrer Bürger, ihrer Menschen, die in ihrem Lande leben, egal in welchem, verpfändet haben an die Gruppe der Bankster. Ich nenne sie Bankster, also die Banken. Bankster wie Gangster. Das ist inzwischen ein üblicher Begriff, weil die quasi den Regierungen das Geld leihen oder geliehen haben und der EZB und so weiter. Was also mannigfaltig verwendet wird, bloß nicht eben zum Wohlergehen der eigenen Bevölkerungen. Und die Bankster wollen irgendwann die Kohle sehen. Und wo sollen sie es hernehmen? Sie nehmen es von den Lebendigen. Das heißt, alles, was ihr habt, und bei euch haben sie schon mal angefangen. Das ist so eine Art Szenario, wie man sich das dann bald üblicherweise überall ansehen kann. Sie werden es euch nehmen. Und da würde ich sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, oder? Und insofern danke ich euch, dass ihr hier so mutig seid vor laufender Kamera, was nicht so ganz einfach ist, vor allem mit dem Detlef vom Wake News Radio. Ne? Bin jetzt ein bisschen lauter. Ne? Viele sagen, ich werde zu laut, jetzt bin ich dann wieder leiser. Ne? Aber dass wir auch ein bisschen aufwachen, denn jetzt ist Zeit, dass wir alle aufwachen. Und ich danke hier Stefanie und Christine. Ja. Gell? Wollt ihr noch ein letztes Wörtchen sagen zu unserer Zuhörerschaft? Ja, also mit dem Video wollen wir euch zeigen, dass ihr aufwacht, dass ihr es anders macht wie wir und ja und euch aufklären, wie es halt nicht aussehen zu hatten, was in Deutschland abgeht. Das kann ich nur sagen, ja. Danke der Stefanie und die Christine. Ja, ich kann es dem anschließen. Also was man verloren hat, kriegt man also nur schwer wieder zurück und was einem psychisch auch angetan bekommen hat, ist auch schweres Leiden, also ein langes Leiden, bis man das wieder so also verkraftet, ist schon schwer. Okay, also ist der Titel von Wake News Radio, Wake News TV. Wir beenden jetzt diese Sequenz, wir werden aber gleich noch den Papa noch mit reinholen, also herzlichen Dank, bis gleich. Wake News Radio, Wake News TV, wir schwitzen hier im Aufnahmeraum, ne? Muss ich jetzt hier mal meine Schweißtropfen abtropfeln, ja, damit ihr auch wisst, dass alles authentisch hier, alles ist echt. Ja, wir sitzen hier wieder in einer Sondersendung. Wir hatten eben schon ein Interview mit zwei jungen Damen von der Familie Kohl, und zwar von Christine und Stefanie, die uns ein bisschen ihre Eindrücke geschildert haben zu den Ungeheuerlichkeiten der Zwangsenteignung ihres Hauses und der unergründlichen Wege, die dahin führten,
mit den fehlenden Unterschriften, damit Illegalität und Nichtigkeit all dieser Beschlüsse, soweit wir das jetzt hier beurteilen können. Wir werden alle diese Dinge natürlich noch hochladen. Ich gebe euch dann später bekannt mit dem Titel, wo das zu finden ist. Jedenfalls haben wir jetzt hier bei uns den Vater der beiden, nämlich den Herrn Peter Kohl. Hallo. Hallo. Wir wollen uns jetzt nochmal so ein bisschen darüber unterhalten, wie das zustande kam, vor allen Dingen auch aus der Sicht von Peter Kohl, weil er ist derjenige, der besonders betroffen war, weil es ja sein Haus war, was genommen wurde. Er als Familienvorstand natürlich für das Wohlergehen seiner Familie sich verantwortlich fühlt, und das ist wohl auch so üblich in Familien. Und das war natürlich ein schreckliches Erlebnis, und vielleicht kann uns der Peter hier das noch einmal schildern, wie das aus seiner Situation heraus erlebt wurde. Ja, das war so, unser Kreditvertrag war ausgelaufen von der Sparkasse, und da ist ein neuer Sachbearbeiter gekommen, und mit dem haben wir verhandelt, und er wollte uns nochmal vor 5 Jahren den Vertrag verlängern. Und er hat immer gesagt, er muss warten, bis der Vertrag von Worms kommt. Und da habe ich ihn mehrmals angerufen. Und da hat er immer gesagt, er hätte ihn auch noch nicht und müsste halt noch warten. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ein Betrüger war, dass der die Sparkasse um 5 Millionen betrogen hat und auf einmal nicht mehr da war. Und dann hat er mir einen Termin gehabt von der Rechtsabteilung in Worms. Und da sind wir, ich und meine Frau, hingegangen zu dem Sachbearbeiter und wollte mit ihm verhandeln, weil wir mit ihm ausgemacht haben, den Vertrag auf 5 Jahre nochmal verlängern. Und dann hat er gesagt, nee, auf die Konditionen könnt ihr das nicht mehr machen, müsst es doppelt haben, sonst könnt ihr das nicht machen. Rumgemacht, und er war nicht einsichtig. Und dann hat er gesagt, er müsste das Haus verwerten. Er hat nichts machen können, weil wir mit ihm nicht ahnen, wo wir sind. Und dann sind halt die gelben Briefe vom Gericht gekommen, von der Zwangsversteigerung erst. Die sind dann zugestellt worden von der Gerichtsvollzieherin. Und dann ist uns ein Zwangsverwalter bestellt worden. Ich kann nicht verstehen, warum. Weil die Kinder, meine Frau, die haben Nutznießbrauch im ganzen Haus gehabt. Das war eingetragen. Und eine Wohnung war vermietet. Und der Zwangsverwalter hat nur eins im Sinn gehabt, uns so schnell wie möglich aus dem Haus zu bringen. Das ist ihm auch gelungen. Das heißt, die beiden Töchter, die wir ja vorhin auch im Interview schon erlebt haben, und die Ehefrau hatten Nießbrauchrecht. Ja, genau. Und ja, aber das ist ja eingetragen. Das war eingetragen im Grundbuch. Und trotzdem wurden wir geräumt. Sie hätte Miet bezahlen müssen, die im eigenen Recht hätte Miet bezahlen sollen. War Rechnung von ihm gekommen, glaube 16.000, 17.000 Euro, 2 Jahre Mietrückstände, nicht? Unding nicht. Und hat er halt so hingeschafft am Gericht, dass man halt nichts bezahlen würde und dass man sozusagen zusammenziehen müsste, so ein Zimmer so ungefähr. Aber dem ist es ja nicht gegangen, um das Zimmer zu ziehen. Der wollte uns heraus, aber das war für ihn wichtig. Und da hat er halt alles verkehrt vorgetragen, also ein bisschen unwahr vorgetragen. Ihm ist es auch gelungen über Lambertheim, dass wir dann einen Räumungsbeschluss bekommen haben. Da haben wir aber nochmal Einspruch erhoben. Und beim ersten Mal ist es wieder verschoben worden, einmal. Und dann beim zweiten Mal war ich so fix und fertig, dass mich meine Frau zum Hausarzt fahren gemisst hat. Und da hat mich dann zu einem Nervenarzt hinfahren müssen und hat mir bescheinigt, dass ich gefährdet war. Das haben wir auch bescheinigt und das haben wir auch ans Gericht gegeben und haben um Schutzantrag gestellt. Das hat aber alles nichts genutzt.
Die sind dann gekommen mit der Polizei und mit der Krankenwagen und also teilweise, weil Leute noch dabei waren an dem Tag. Und es war ziemlich kalt, so an den 10 Grad kalt noch. Gell? Ich bin krank, ich habe so ein Herz und Zucker, hoher Zucker. Und da sind die dann gekommen, da haben wir die Tür aufgemacht, da ist die Polizei nahe gerannt. Die Gerichtsvollziehenden waren zwei, die sind nahe gerannt. Und es wird heute geräumt und mein Bruder hat noch drin gewohnt, da habe ich noch Meldebescheinigungen vorgelegt, dass er hier wohnt noch. Das war ihr egal, es wird heute geräumt, die Schlüssel werden ausgewechselt und sie müssen das Notdürftchen mitnehmen und fertig. Was hätte man machen sollen? Die vier, waren vier Polizisten da, die haben mal Sachen umgewählt, gell, ohne dass sie das gar nicht gedürft hätten. Und dort hat mir der Schlosser einen Zylinder in die Hand gegeben. Auf einmal kommt er hinterher, wollte mir den aus der Hand nehmen. Ich sagte, das ist ja mein. Ich sagte, was wollen sie dann? Da sind sie dann zu dritt auf mich gefallen. Dann habe ich auf den Boden geschmissen, da habe ich mir meine Hand verletzt. Die Tochter hat es gesehen. War ich am nächsten Tag beim Unfallarzt. Und das war halb geschwollen. Nicht? Und haben sie uns dann ins Obdachloseheim eingewiesen. Da war dann gerade ein Bett drin gestanden. Und schon schnicks haben auf dem Boden schlafen müssen. Das war's dann. Und die Gerichtsvollziehende hat uns weder einen Räumungsbeschluss vorgezeigt, weder einen Ausweis, nichts. Gar nichts. Also war es eigentlich eher so ein bisschen wie so ein Wild Überfall? Wild West. Wie im Dritten Reich, so mit Gestapo. Ist mir das vorgekommen. Und was hätte man dagegen machen sollen? Die Polizisten waren bewaffnet und haben halt alles mal Medikamente mitgenommen, so was man halt so einpacken kann. Und unsere Tiere, die auch Katze war noch drin, die haben sie eingeschlossen. Das war Tierquälerei, gell? Und dann haben wir natürlich meinen Anwalt, den Zwangsverwalter, angeschrieben. Dann haben wir halt samstags also mal ein paar Stunden eingedäfft und die notdürftige Sache rausholen dürfen. Ne? Und das war's. Das ist dann zwei Jahre leer gestanden, dann hat der Zwangsverwalter gesagt, das wäre nicht so vermietbar. Bums. Also eigentlich war das ein Schaden von, das sind vier Wohnungen pro 1000 Euro, das sind 4000 Euro mal zwei Jahre. Da können Sie ausrechnen, was das für mich ein Schaden war. Das heißt, die haben euch zwangsgeräumt, ja. Haben aber dann das Haus ungenutzt für wie lange gehalten? Zwei Jahre. Zwei Jahre ungenutzt. Einfach? Dort stand leer. Ja, also gut, dann das muss also einen anderen Grund haben, weswegen diese Zwangsräumung dort gemacht wurde. Ja. Oder? Ja, keine Ahnung, ich hab nichts machen können. Der Beschluss war von Lambertheim gekommen. Und da haben wir Einspruch erhoben. Dann ist der nach Darmstadt gekommen, der ist wieder abgelehnt worden. Der Anwalt hat mir das geschickt. Da war nicht einmal eine Unterschrift drin. Da war ein Stempel, was war. Ne? So ein Stempelchen hat der Name drauf gestanden. Ne? Das war alles. Ja, gut, wir haben vorhin in dem Interview mit den beiden Töchtern schon über diese mangelhaften Schriftsätze gesprochen, die also formfehlerhaft sind. Es gibt also da überhaupt gar keine rechtliche Grundlage für alles das, was dort geschehen ist, unabhängig davon, ob das inhaltlich auch alles richtig war. Jetzt hat es für euch natürlich enorme auch menschliche Konsequenzen, oder? Die Kinder waren fix und fertig, die Frau war alles, war ganz kaputt, gell. Das war seelisch, das war ein seelischer Schaden, gell, wo man gar nicht mehr gut machen kann. Nicht? Und indem man dann halt in der im Ding da gewohnt, in dem notdürftigen Ding, wo wir heute noch drin wohnen. Ne? Und wie die zwei Jahre rum waren, dann ist das erste Mal versteigert, das war im November, da ist es noch einmal abgesagt worden, da war schon so die Sparkasse doch kein Käufer oder was gehabt, nehme ich mal an, weil das verschoben worden ist. Und dann ist es im Februar, März, ist es dann versteigert worden. Da haben wir zwei Anwälte gehabt. Der eine Anwalt hat gesagt, die Sparkasse hat aus einem
Zins verstreckt, wo verjährt war. Schon aus dort raus hätte die Zwangsversteigerung aufheben müssen. Und der andere hat dann noch einmal einen Schutz angetragen, weil die charistische Kündigung vorgelegen hat. Und ich habe persönlich auch noch einmal einen Schutzantrag gestellt, aber die Versteigerung war, hat das nicht einmal vorgelesen, ist gleich abgelehnt worden, gell. Und dann haben wir natürlich Einspruch erhoben, der ist nach Darmstadt gegangen. Der eine Rechtsanwalt hat den Prozess gewonnen, wo die Verjährung, wo die Zins gerechnet, wo verjährt war, hat er gewonnen. Und das andere ist dann nach einem Jahr, hat es gedauert, von der Richterin dann verwiesen worden. Und dann hat er noch einmal eine Rüge gemacht. Angeblich hätte er den Termin nicht eingehalten, ich weiß es nicht, er war ja Anwalt. Dann hat er die Rüge zurückgewiesen. Und daraufhin hat er im Bundesverfassungsgericht noch einmal das probiert, dann hat die Bundesverfassung das auch zurückgewiesen, weil das zu spät angegeben war. Also gespickt mit Formfehlern auch innerhalb der BRD, ne? Ja, oder? Ja, genau. Ne? Und dann ja, gut, das ist die Frage, ob der Rechtsanwalt, der euch vertreten hat. Dann war das ja so: der neue Mieter, also der neue Besitzer, der war ein Türk, und der ist gekommen, war zufällig vorbeigefahren, denke ich, man macht da an die Schlüssel da rum, da, gell? Da habe ich die Schlüssel aufgebohrt. Da habe ich gedacht, was soll ich machen? Ah ja, wir sind der neue Besitzer, habe ich das kann noch gar nicht sein. Die Sache liegt ja noch im Landgericht, das ist noch gar nicht entschieden. Und da hat Lambertheim das entschieden, hat ihm das schon geschrieben. Ist denn unsere Sache neu, hat unser Möbel rausgeschmissen, unsere private Sache rumgemacht. Das war schon einmal ein Rechtsbruch. Und dann hat das Möbel oder in die Garage geschmissen, alles. Und der Fahrer, Möbel fahren 100.000 Euro in die Garage geschmissen, wie wenn es nichts wäre. Und manche Möbel weggeschmissen, die Kinder Sachen gestohlen und lauter Sachen. Ne? Da haben wir jetzt Anzeige gemacht, aber die Staatsanwaltschaft tut sich da nichts. Ja, die Wahrscheinlich liegt das irgendwo in der Schublade oben drin oder ganz unten, wo man es nicht sieht. Gell? Ich weiß es nicht. Und dann ist dann die Zwangsräumung von der Möbel gekommen. Das Möbel war nicht mein, der Befehl ist auf meinem Namen gelautet. Aber das Möbel, das Sache war meine Frau, wir haben Gitertrennung gehabt. Das habe ich auch der gesagt, dass das Möbel nicht mein ist. Ich habe jetzt immer die alte stattliche Erklärung abgeben müssen, wo ich normal auch nicht abzugeben gemisst hätte. Und dann sagt es egal, das wird jetzt geräumt. Und die Frau, das ist scheißegal, hat sie gemacht, das ist geräumt, hat sie gemacht. Alles gut. Ich sage, was wollen sie machen? Waren 6, 7 Polizisten da, schwer bewaffnet wie im Krieg, gell? Und an demselben Tag ist da einer gekommen und hat gesagt, wir müssen alles durchsuchen machen. Ich habe gesagt, wieso? Wegen Nötigung. Wäre Anzeige angegangen und man müsste nachgehen, wäre Nötigung. Ich sagte, wieso Nötigung? Muss sogar ausgesucht werden. Ja, doch, das Beschluss haben wir gezeigt, ohne Unterschrift vom Richter. Ja, nur gedruckte Namen. Da sind dann ein paar Leute mitgefahren, war, glaube ich, 3 Polizisten und hat noch einen Zeuge gehabt, der hat auch nicht reingedäfft. Der hat draußen verwiesen, dass er draußen ist. Dann haben sie die Wohnung rumgeräumt, Papiere rumgeschmissen und dann haben manche Papiere mitgenommen. Dann sind sie an den Computer, dann habe ich zu dem, der Computer ist nicht mein, das ist meine Tochter, hat den nicht interessiert, hat ihn mitgenommen. Nicht? Ich habe auch nichts unterschrieben, die wollte was unterschreiben, ich unterschreibe nichts, das ist wieder wichtig, was ich da mache. Und dann haben sie die Sache geholt und auf dem Weg war es. Ja, es ist ja erschütternd. Ich meine, seit wann habtet ihr das Haus denn? Also wann wurde das gebaut? Das haben wir gebaut, so alt wie die Kinder. Nicht? 1984 sind wir neu gezogen, waren sie auf die Welt gekommen. Nicht? Also vor 1990, das ist nämlich wichtig. 84. In der rechtlichen Auseinandersetzung. Ja, da haben wir noch keine Auseinandersetzung gehabt. Das war erst bei 97, dass die Zwangsversteigerung eingeleitet wurde. Ja, eben. Und das ist auch immer ganz wichtig für alle, die zuhören. Es gibt 2 Grundgesetze.
Das erste ist das Grundgesetz alter Fassung und dann gibt es das Grundgesetz neuer Fassung, das allerdings erst nach 1990 gültig wurde, mit vielen, vielen anderen rechtlichen Änderungen, die vielleicht in eurer Sache noch eine große Rolle spielen werden. Ja, ich habe mich dann im Internet ein bisschen schlau gemacht, gell, und habe jemanden kennengelernt, wo ich ein bisschen auskenne, und mich auch ein bisschen aufgeregt und mir manche Sachen geschrieben, wo ich ans Gericht geschrieben habe, und dass es alles nichtig ist und dass das Haus wieder rausgeben soll. Der eine hat jetzt eine Rechnung bekommen, gell, von 280.000. Und ich nehme an, dass das der Auslöser war mit der Nötigung, dass er mich da irgendwie kaltstellen wolle. Nicht? Dann hätte ich nachts in der Anzeige gekommen, hätte ich eine Scheibe im Auto eingeschlagen, gell? Sachbeschädigung. Aber da sind es die Tage gekommen, dass es eingestellt ist. Und dann wollte sie mir einen Betreuer noch vorsetzen, das war auch noch der Fall, ein Betreuer. Einmal ein Brief kommen von Lambertheim. Ich könnte meine Sachen nicht mehr bewältigen. Ich steht lauter zum Zeug schreiben und Kram. Ich bräuchte einen Betreuer. Und da sind wir dagegen gegangen und die Frau hat mir ein bisschen geholfen zum Schreiben. Und dann ist es nach Landgericht gekommen. Da waren auf einmal zwei Aktenzeichen da, selber Fall. Und ja, Formel hin und her halb, und dann habe ich es in Lambertheim eingestellt. Ist es dann ein Schreiben gekommen, dass das eingestellt ist. Und ich war noch im Februar oder wann war ich im Krankenhaus bei dem Arzt, hat mir das bescheinigt lassen, dass ich aber geistig noch in Ordnung bin, das habe ich gleich bestätigen lassen. Ne? Nicht, dass die mich irgendwie mal holen und sperren mich weg, dass ich auch nicht klar bin. Ne? Ja, auch nochmal ein wichtiger Tipp für alle, weil das ist die neue Masche der neuen BRID, dass sie alle zwangspsychiatrisieren wollen. Ja. Gustl Mollert lässt grüßen. Ja. Und da muss man rechtzeitig eine Betreuungsverfügung machen. Das ist auch immer auf jeden Fall zu raten, jedem, dass man eben das rechtzeitig alles bekannt gibt. Das nur so am Rande, muss sich aber jeder bitte selber nochmal rechtlich schlau machen. Das war also schon mal sehr klug. Und auf der anderen Seite, kommt einem jetzt die Idee, das Haus ist ja nicht ganz, sagen wir, es liegt wahrscheinlich recht interessant und hat einen guten Verkehrswert, oder? Ah ja, das Haus ist so im reellen Wert, so 800.000 wert, das ist ein Vier-Familien-Haus, hat pro Stock 130 Quadratmeter Wohnfläche, die Keller von der Garage, alles ohne Keller, das ist also Bausubstanz sehr gut, gell. Und der Gericht, vom Gericht hat 380.000 geschätzt, das ist ein Witz, ne? Und deshalb versteigert wurde er für 310.000, ein Schnäppchen für die Tiger da. Und das war irgendwie, an dem Tag ist mir das vorgekommen, wenn die Sparkasse das an die Tiger da schon verkauft hat, aber nicht. Weil der laute Tiger da war, der Andeutsche war da, ne? Gut, hier muss man natürlich nochmal rechtlich prüfen, das ist jetzt nicht Bestandteil des Interviews, ob überhaupt diese Eigentumsübertragung rechtsgültig sein kann. Wir wissen ja, dass sämtliche notariellen Verträge auch eben seit einigen Jahren ja nichtig sind, weil auch die inzwischen privat tätig sind. Und wenn man es ganz genau nimmt, wir sind ja noch ein besetztes Land, die Alliierten haben noch den Finger drauf, auf Deutschland, auf ganz Deutschland. Und in der BRID gelten eben auch noch die Schäfgesetze. Wer das jetzt nicht weiß, was das ist, werden wir noch ein paar Erläuterungen dann in den Artikel geben. Jedenfalls dort ist ganz klar festgehalten, dass jede Amtshandlung in Anführungszeichen auch dann einen extra Befehl haben muss, einen alliierten Befehl. Und die Frage ist eben, ob es dort überhaupt zu solchen Maßnahmen gekommen ist. Und das könnte vielleicht im Nachhinein für euch der Glücksfall sein. Das haben wir ja immer ans Gericht geschrieben. Also die Frau, die das gemacht hat, hat es ja immer geschrieben, die soll sich schon mal legitimieren. Und die hessische Verfassung, was das liegt, soll es uns immer vorlegen. Dann haben wir das immer uns verweigert. Und bei der Russe haben wir auch eine Anzeige gemacht.
dass sie das halt nicht dürfen. Das sind alle angezeigt, wo du mit schuldig war. Das liegt in Moskau bei der Staatsanwaltschaft. Irgendwann wird das halt mal auch greifen, ich weiß es nicht, gell. Und ich weiß halt nicht, gell. Und dann haben halt geschrieben, dass unser Haus wieder rausgeht, weil das zu Unrecht weggenommen worden ist. Nicht? Das kann ja kein Recht sein. Eben, und deshalb, ja, so schlimm es ist, aber all diese ganzen Grundstücks- und Verkäufe und notariellen Vorgänge, die in der BRID stattgefunden haben, sind möglicherweise sowieso rechtlich unwirksam, aber auch das ist hier nicht Bestandteil unserer, ich sage ja auch, deswegen kann sich jeder selber nochmal schlau machen. Und das Schönste war ja, ich habe ja früher ein Geschäft gehabt, habe noch ein Grundstück gehabt, ein großes. Und weil ich damals die alte staatliche Versicherung abgegeben habe, da habe ich natürlich nirgends mehr Geld bekommen von der Kasse. Und da habe ich halt einen anderen Weg anschlagen müssen, um mir irgendwie Geld zu beschaffen, dass ich das Haus, den Kredit ablesen, gekannt hätte. Und da habe ich einen Bekannten gekannt, der hat gesagt, ich weiß Leute vom Notarwarte oder die Kinder über Holland, aber die Bank könnte die Geld beschaffen. Und die brauchen aber vorher die Sicherheit, die müsste bei der Bank hinterlegt werden. Da haben wir halt einen Grundschulbrief gehabt und haben noch einmal, wie nennt man das, Schuldenkenntnis haben wir noch einmal, ich und meine Frau, abgegeben. Und dort so ein Geiser, ja, man kennt so viel Geld bekommen. Derjenige, der das uns gemacht hat, der wollte noch einmal Geschäft machen, so Zigarettenhandel, und hat uns sozusagen den Kredit in 2 Jahren wieder zurückbezahlt, und ich hätte einen Teil von dem Geld bekommen. Und ich habe, sie haben uns Möglichkeit gehabt, hier in der Schweiz, mit 100.000 Euro hätte ich 300.000 bekommen, Zins- und tilgungsfrei, und hätte mein Haus abbezahlen können. Nicht? Und aber wie es so gekommen ist, haben die natürlich das Geld nicht ausbezahlt, haben den Brief behalten. Ich habe dann angefordert, dass uns die Unterlagen wieder zurückschicken, da wir ja kein Geld bekommen haben. Und da haben wir dann Anzeige gemacht, und das hat wie lange? 2, 3 Jahre Ermittlungen hat das gelegen, und die haben schon einen korrupten Anwalt gehabt, der schon ein bisschen kriminell ist. Und da ist einmal Verhandlung gemacht worden. Und da haben wir dann gesehen, dass sie das 12 oder wie viel Vorstrafe schon hatte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sowas gar nicht gemacht. Und er hat das natürlich wieder so hingedreht. War der Richter, dem sein Yachtfreund oder was, so ist mir das vorgekommen, gell? Und so ist das Urteil ausgefallen, sind freigesprochen worden. Jetzt haben wir den Brief rausgeklagen wollen in Darmstadt. Und der Richter hat das wieder zurückgewiesen. Jetzt läuft es noch einmal im Oberlandgericht. Das sind auch wieder 3 Richter. Man hat mal warten, wie weit es geht. Aber ich habe keine gute Hoffnung. Um welche Bank ging es dabei? Kann man den Namen nennen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich kann es Ihnen ganz sagen. Die holländische Bank. Okay, das können wir nochmal später nachfügen. Ja, das kann ich nicht mehr genau sagen. Gell. Also, weil da war nämlich noch ein Banker dabei, den hätte ich jetzt gar nicht gemacht, der war damals bei der Commerzbank, war der dort der Boss. Und da haben wir halt die Sache da getraut, aber wer gescheit, hat dann mit den Leuten gar nichts gemacht gehabt, das war das erste Mal. Und die haben den auch neu gelegt, mit wie viel Wechsel, wo er dann auch am Gericht erst verloren hat, und jetzt hat er den Prozess gewonnen. Hat. Und der Albrecht hat dann auch Bürgschaften gemacht. Der lebt ja nicht mehr, der ist gestorben, da kann ich halt den Namen sagen. Und da hat er sein Haus verloren, hat er durch die Bürgschaft. Jetzt komme ich dran. So sieht's aus. Also, wir sehen, hier laufen eine Menge kriminelle Dinge ja, ab, ja, ja. Oder? Ja, das ist Aussage, ja. Und nicht mehr normal ist hier in Deutschland. Ja, und wir müssen uns einfach warm anziehen. Und warm anziehen heißt selber bilden. Wir müssen alle selbst uns mit den wesentlichen Rechten auskennen oder zumindest die griffbereit haben. Wir müssen alles an Beweisen sichern, was nur geht. Alles, wo jedes Gespräch muss aufgezeichnet werden. Fotos, Filme. Ja, haben wir ja gemacht bei den Zwangsräumen. War der Bekannte da, die haben das aufgezeichnet und haben Bilder gemacht. Gell. Die habe ich ihnen gegeben. Ich weiß nicht richtig, wie man es
Nein, ich stelle ganz Internet. Wir stellen alles ins Internet. Ja. Grundsätzlich. Ah ja. Und wenn sie es bei YouTube raussperren, dann tue ich es auf meinen eigenen Server. Das ist auch möglich. Ja, ja. Und habe das halt aufgezeichnet. Da waren halt Leute dabei, von Menschenrechtler waren dabei, haben das gesehen. Nicht? Aber die haben die sich gar nicht daran gestört. Nicht? Die waren 7, 8 Beamte, schwer bewachen, aber gar nicht mehr im Krieg gewesen, gell? Dass mir das vorgekommen wäre. Sind wir auch. Ja, ja. Herr Kohl, wir sind im Krieg. Ja, ja, genau. Die Regierungen, nicht das, nur die eine, sind im Krieg mit uns Bürgern. Man hat die Kinder großgezogen, kommen da so 8 bewaffnete Leute. Ich habe meinem Leben nie was getan, ich habe immer gearbeitet, nicht? Habe meine Steuer immer bezahlt und alles. Und wird dann so behandelt, nicht? Das kann doch nicht sein. Nicht? Er bestimmt doch hier nicht mehr, gell? Ja, ja, ja. Also es gibt noch eine zusätzliche Information, die er uns jetzt gerade nochmal geben will. Und zwar war bei uns in der Nähe 2008, da hat sich auch jemand die Luft gesprengt, das war ungefähr 100 Meter von unserem Haus weg. Und habe ich ihn auch Unterlagen vom Internet gegeben, runtergeladen, eine Gas. Und da hat sich der Mann auch umgebracht, und zwar wäre da auch eine Räumung gewesen. Und der Mann war so gefährdet, und der Richter, der das verantwortet hat, das scheint mir vorsätzlich nicht mehr. Ja, also ich meine, das hat er mir hier ausgedruckt. Steht ja drin, der Name noch vom Richter, die alles drauf. Das habe ich runtergeladen vom Internet. Ja. Durch eine Gasexplosion ist zu dem Zeitpunkt mittags ein Einfamilienhaus in Bürstadt völlig zerstört worden. Dabei starb ein erwachsener Mensch, vermutlich der 41 Bewohner und ehemalige Eigentümer. Die Leiche wurde am Abend in der Ruine geborgen. Durch die Detonation flogen Trümmerteile 30 bis 40 Meter weit und so weiter. Ja, das heißt, also der hat sich möglicherweise selbst in die Luft gesprengt. Ja, ich nehme an, der hat keinen Ausweg mehr gefunden, weil er ja nichts mehr auch recht bekommen hat. Und dann nehme ich halt an, dass er aus dem Haus nicht mehr wollte und hat sich halt, war halt psychisch, so wie ich gehört habe, war er auch in einem Krankenhaus, wo sich, glaube ich, behandeln gelassen hat. Und die Lambertheim haben das alles gewusst. Aber sowas geduldet, das finde ich vorsätzlich im Ort. Es kam also hier in dem Mannheimer Morgen eine Lokalzeitung, und da stand, wie der zuständige Amtsgerichtsdirektor Lothar Schwarz der Zeitung dann auf Anfrage bestätigt, die hatte das Haus an dem Tag zwangsgeräumt werden sollen. Wahrscheinlich doch ohne Unterschrift, oder? Ja, wissen wir nicht. Ne? Aber man könnte es fast annehmen. Ne? Ja, ich weiß es nicht, gell? Ich kann es nicht sagen. Ist nur sehr passiert, weil es halt gerade schräg in unserem Haus war. Das war in der Mittagszeit, wir haben gerade Mittag gegessen, 12 Uhr rum. Da hat es sofort mal einen Schlag gegeben, gell? Müssen sie mal die Videos an. Man war gerade mal im Krieg gewesen, gell? Also sowas zu machen, für einen Richter so Verantwortung zu übernehmen, verstehe ich nicht. Das sind für mich gar Menschen mehr, gell? Man könnte fast sagen, wir sind in Lörrach oder in Grenzach-Wielen. Nein, wir sind in Lampertheim. Ja, ja. Was sagt uns das? Vielleicht hat das ein System, wie die hier umgehen mit den Bürgern, oder? Ja, das kann möglich sein, das gibt mir gar nicht vor. Dann haben sie uns da, sie bei mir, nicht, wie sie das gemacht haben. Ich war so gefährdet, ich habe sich gar nicht da gestellt. Ja. Es ist ja so, wir wollen ja auch mit der Darstellung, der Schilderung dieses Falles natürlich der Familie Kohl helfen. Das heißt, wer also hier die Möglichkeit sieht, etwas für die Familie Kohl zu machen, eventuell auch in der Umgebung lebt, Bürstadt, Lampertheim, so die Ecke? Ja, ja. Oder welche? Darmstadt vielleicht noch? Ja, Darmstadt, also Bürstadt, so, Heppenheim, ne, Worms. Also wer also da in der Ecke wohnt und vielleicht eine Idee hat für die Familie Kohl, wie sie vielleicht auch aus ihrer Misere rauskommen kann, sprich vielleicht eine erschwingliche Wohnung zur Verfügung hat, dass sie aus diesem Elend herauskommen, dieser schrecklichen Unterbringung, das wäre klasse, wenn ihr euch dann mit uns in Verbindung setzt. Unter radio@wakeness.net kann er mich erreichen, ich leite es dann weiter. Und natürlich klingelt das bei mir in den Ohren, es schreit geradezu danach, nämlich
Schadensersatz zu fordern in erheblicher Größenordnung. Ich weiß, ihr seid da schon dran, aber man kann ja immer alles nochmal neu überlegen. Man ist ja nie am Ende mit seinem Wissen, oder? Ah ja, so ist es. Ich bin ja erst die letzte Zeit echt aufgeklärt worden. Ich habe das alles auch nicht gewusst, auch nicht mit den Unterschriften, gell. Mir ist nur immer aufgefallen, wenn ich einen Beschluss bekommen habe, dass der nicht unterschrieben war. Nicht? Dann habe ich meinen Anwalt gefragt, hat er gesagt, ja, der Original, der wird in der Gerichtsakte liegen. Ich dachte, ja, normal müsste ich doch den Original bekommen, nicht? Wo unterschrieben ist, no, der wird extra in der Akte liegen. Und haben wir ja einmal das Akte einzig genommen. Und natürlich haben wir nichts vorgefallen, dass irgendwie was unterschrieben war. Also, jetzt seid ihr mit der Erwartung dahingegangen, okay, unsere Variante ist nicht unterschrieben. Ja. Aber das, was im Gericht liegt, ist unterschrieben. War aber nicht der Fall, nicht? War nicht der Fall? Nein, war nicht der Fall. Wir haben nicht entdeckt. War derselbe Beschluss, wie bei uns gekommen ist, hat auch im Gericht drin gelegen, ohne Unterschrift. Das klingelt mir nach Betrug höchstem Maße und wahrscheinlich auch ja, noch eine Menge andere Strafdelikte, die wir vielleicht noch herausfinden. Der einzige Beschluss, wo unterschrieben war, das war die Bestallungsurkunde vom Zwangsverwalter. Die hat die Rechtspflegerin unterschrieben. Das sehen Sie auf der CD. Ja, aber ohne Amtssiegel, soweit ich das gesehen habe? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß bloß, dass ihr Name, das war das einzige Dokument. Aber das hat ja nichts zu sagen. Ne? Nee, das ist kein Beschluss. Ja, also, ja. Vor allen Dingen wissen wir ja, dass die Gerichtsvollzieher, egal wie sie sich nennen, ich glaube, es war letztes Jahr oder so, ja sowieso offiziell keine Beamten mehr sind und einfach nur Privatleute sind. Das habe ich auch gehört und das habe ich auch deren gesagt. Und dazu hat es immer so ein Pappendeckel dort gezeigt, so ein Bild drauf, so gelb oder weiß nicht, die Farbe. Und es war aber kein Amtsausweis und hat mal keinen Beschluss gezeigt von der Räumung. Ne? Und es hat aber da geräumt und fertig, Schluss. Nochmal, ihr Leute, die jetzt hier zuhört von den sogenannten Behörden, Regierungen, Gerichten und so weiter, ihr seid persönlich haftbar. Und es war ja so, der Beschluss, der war ja auf meinem Namen. Die Sache, was drin war, das Mädel, war ja meine Frau und wir haben Kita-Trennung. Und normal hätte ich einen anderen Beschluss gebraucht, was die Frau ernommen. Die hätte normal gar nicht an dem Tag räumen dürfen. Ja. Ja, ich denke, es wird auch Zeit, dass wir dann mal eine Presseanfrage stellen an die entsprechenden sogenannten Gerichte. Lampertheim war das und Darmstadt. Ja. Ja. Können wir doch mal eine Presseanfrage stellen, wie das zustande gekommen ist, oder? Oh ja, wenn es geht. Gucken wir mal, ob wir eine Antwort kriegen. Ja. Keine Antwort, so habe ich das gelernt. Ich kann das nur nicht verstehen, dass mit unserer Zwangsversteigerung, dass in Darmstadt im Landgericht Sense war, dass man keinen weiteren Einspruch mehr einlegen kann, dass hier Schluss war. Und wir haben Kostennote bekommen, haben wir jedes Mal Einspruch erhoben. Das ist auf einmal das Oberlandgericht gegangen, Frankfurt. Wieso geht das auf einmal da? Ja, weil die mit ihrem Latein zu Ende sind. Ah ja, du ist das weitergegangen. Bei mir war es hier in Darmstadt. Das war Einzelrichterin. Die hat in den Zimmerchen gehockt. Wie ich die Akte einzig genommen habe an dem Tag. Da war ich vorne an dem Mädchen, habe ich gesagt, ich hätte gerne Akte einzig. Das heißt, sie hat es jetzt nicht da, sie muss sie holen. Ich habe gesagt, hole sie mal. Und da habe ich das alles, was ich kopiert habe wollte, habe ich angezeigt. Und habe ich gesagt, könnte ich die Frau Richterin mal sprechen? Ah, hat sie gesagt, die ist jetzt nicht da. Wieso hat die Urlaub? Ah nein, die kommt als Mittag spät. Ich sagte, wieso spät? Ich sagte, das fängt der Arbeitszeit noch morgens an. Ah nee, die muss als abends so spät arbeiten und dann kommt die als mittags. Hab ich gesagt, gut, in Ordnung, kann ich halt nichts machen, wenn sie nicht da ist. Und da sind wir dann raus aus dem Zimmer und sind rumgelaufen. Da habe ich einen Mann getroffen, habe ich gesagt, können Sie mir sagen, wo die Richterin so und so ihr Zimmer hat.
Zurzeit müssen sie dort in den Fahrstuhl rein, müssen hochfahren. Und wenn sie dann rausgehen, die tritt hier so und so, dann müsste es sein. Ah ja, da bin ich dann Luft gefahren. Und meine Frau war noch dabei. Die war dann Haus. Und dann habe ich einen Namen gesehen, da habe ich schon ganz gekloppt. Da habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne Akte Einsicht. Da hat sie da geguckt, ich habe gesagt, die hat schlafen. Da so. Ich bin aufgeschreckt, wie ich da rein bin. Da vor allem ist halt Beswalle, weil ich sie privat angeschrieben habe, mit ihrer privaten Anschrift. Ja, habe ich gesagt, ich wollte mit ihnen mal einen Termin machen, mit dem Sprecher, aber ich habe keine Antwort bekommen. Da habe ich gedacht, ich tue sie halt mal privat anschreiben, vielleicht. Da hat sie auch reagiert, dass ich das nicht mehr machen soll. Nicht? Und da hat sie gesagt, die Akte wäre nicht da, die wäre unter. Nicht? Da habe ich gesagt, alles gut, da habe ich halt ein bisschen mehr geredet. Und wahrscheinlich, die Frau war irgendwie auch krank, die hat so dicke Arm gehabt und die Augen waren so aufgequellt. Gell? Ich kann halt kein schlechtes Urteil machen, aber jedenfalls war die Frau nicht gesund. Und sowas tut was allein entscheiden, so vermegen. Habe ich mir noch gedacht. Ja, gut, so Parallelen kennen wir hier aus der Region auch, um Lörrach, Grenzach, Wehlen und was weiß ich. Baden-Württemberg ist gespickt auch von solchen Geschichtchen. Ja. Wir haben da also eine ganze Menge solcher Leitgeschichten, die wir immer wieder erleben müssen, auch aus dem Raume Ravensburg. Da ist ja die Bürgerinitiative Prozessbeobachter mit der Warnglocke.de, auch vielleicht für euch mal interessant, wo also Landwirte ausgeplündert wurden und so weiter. Ja. Scheint so ein bisschen überall ein roter Faden drin zu sein. Ja, man scheint in ganz Deutschland scheint das nicht mehr zu stimmen irgendwie. Ne? Das, man hört viel von Leuten, wo Sachen weggenommen bekommen und haben keine Rechte mehr, wenn man da ans Gericht geht, wird alles abverwiesen. Gell? Und es kommt einem schon seltsam vor. Ne? Ja. Ja gut, ich denke, wir haben jetzt schon mal eine ganze Menge von der Familie Kohl gehört. So viel, dass wir zumindest mal mit der Sache starten können. Ich denke, das ist nicht zu Ende, sondern wir fangen jetzt erst an. Mhm. Ne? Ja. Und wir werden die Sache auch weiter beobachten. Ich danke den Zuhörern, dass sie hier so zugehört haben. Aber wir haben vielleicht noch einen letzten Gedanken vom Peter Kohl. Ich habe halt nur Angst, dass sie mich halt irgendwie einsperren. Ne? Das ist meine Befürchtung, weil ich jetzt so massiv dagegen gehe und die probiere halt mit Lambertheim jetzt alles, mich irgendwie wegzuschaffen. Nicht? Deshalb habe ich halt Angst. Nicht? Deswegen ist der Gang an die Öffentlichkeit immer der richtige. Ja. Und wir werden dafür sorgen, dass wir auch dann am Ball bleiben, sollte so etwas geschehen. An eins muss man immer denken, da offensichtlich hier kein Rechtssicherheit mehr für die Menschen in der BRID gegeben ist. Trotzdem aber jeder persönlich haftet, der anderem ein Leid antut, ist es trotzdem eine gute Chance, vielleicht nicht im Moment, aber zu gegebener Zeit an die Schadensersatzforderung heranzukommen. Man muss sie nur stellen und da werden wir auch gerne beratend tätig sein für die Familie Kohl, wo wir können. Und alle, wie gesagt, nochmal, die uns helfen können, der Familie Kohl helfen können in der hessischen Region, sollen sich bitte bei mir melden, aber auch sonst, vielleicht mit Tipps oder anderen Ratschlägen. Denn wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wieder Rechtssicherheit ins Land zurückkehrt. Denn wenn das die Regierung in Anführungszeichen nicht mehr schafft, heißt es, das Volk muss ran und das Volk sind wir. Vielen Dank. Nochmal tschüss an alle. Ja, danke schön. Alles klar. Detlef von Wegnis Radio, Wegnis TV. Bis bald. Ciao.